Herr Bürgermeister, ein gelungener Kultursommer trotz Corona. Wie ist es denn der Stadt jetzt gelungen, dass man trotz dieser Corona-Pandemie die Künstlerinnen und Künstler auftreten lassen kann und die Wienerinnen und Wiener vergnügen kann in dieser Stadt? Ja, es war eine schwierige Entscheidung, wie wir diesen Sommer mit Kunst- und Kulturangeboten bestreiten. Alle können sich noch an den Lockdown erinnern. Es war noch nicht klar, welche Perspektive zu eröffnen ist, vor allem auch für die Kulturschaffenden. Und wir haben dann sehr schnell in Wien gemeinsam mit Verantwortlichen im Gesundheitsbereich, aber auch mit den Verantwortlichen in der Kulturszene einen Leitfaden entwickelt, die uns eine Anleitung war, wie können wir auch im Sommer der Wiener Bevölkerung, aber auch Gästen, die zu uns kommen, ein Kunst- und Kulturangebot erstellen. Und wir haben uns dann ganz spezielle Dinge überlegt, zum Beispiel auch hier am Rathausplatz, wo wir gewohnt waren, dass in früheren Jahren tausende Menschen zusammenkommen, hier ihre Freizeit verbringen, miteinander flirten, was auch immer. Und wir wussten, das geht in dieser Form nicht. Aber wir wollten auch keinen leeren Rathausplatz. Wir wollten Optimismus verbreiten. Und wir wollten auch die Möglichkeit bieten, dass man hinausgehen kann, allerdings immer in einem geschützten Bereich. Und wir haben dann dieses Logensystem entwickelt, wo immer 2 bzw. 4 Personen gemeinsam sich die Filme ansehen konnten. Wir haben Listen gemacht, alle mussten sich anmelden, also wir konnten auch alles nachvollziehen. Und es hat sich gezeigt, dass sich kein einziger Mensch in dieser Zeit angesteckt hat. Nicht hier am Rathausplatz und auch nicht im zweiten Teil des Kultursommers, nämlich unter dem Motto Wien dreht auf. In den vielen Veranstaltungen, es waren fast 1000 mit 2000 Kulturschaffenden flächendeckend in den Wiener Bezirken. Und von daher wollten wir zeigen, dass wir eine Kulturstadt sind, dass Kunst und Kultur zu uns gehört und dass wir auch die Kulturschaffenden nicht alleine lassen. Und es haben sich die Wienerinnen und Wiener sehr gefreut, dass sie zum Teil völlig neue Formate erlebt haben, einen Teil der Kulturszene, die sie vielleicht vorher nicht gekannt haben. Und von daher war das durchaus als gelungen zu betrachten. Wir haben hier am Rathausplatz rund 1000 Menschen glücklich machen können, in den Bezirken mit den Veranstaltungen in etwa 50.000, weil wir konnten nicht gezielt einladen, damit wir keine großen Menschenansammlungen verursachen, aber 50.000, die Veranstaltungen besucht haben. Also es war ein Teil der Aktivitäten der Stadt Wien, um den Optimismus auch zu leben. Eine Frage noch zum Vorschlag der Wiener Grünen, dass die Wiener Polizei jetzt ohne Schusswaffen auf den Straßen patrouillieren soll. Was sagen Sie denn da zu diesem Vorstoß Ihres Koalitionspartners? Ja, Wien zählt zu den sichersten Millionenstädten und ich bin sehr stolz auf die Aktivitäten der Wiener Polizei, die auch ganz selten Schusswaffen zum Einsatz bringen muss. Es gibt auch Eskalationsstufen, die jede Polizistin, jeder Polizist auch verinnerlicht hat. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass zur Polizei auch jede Möglichkeit gehören muss, sich für sich selbst einzusetzen im Rahmen des Selbstschutzes, aber natürlich auch Teile der Bevölkerung zu bewahren vor Gewalt. Und von daher bin ich sicher, dass die Wiener Polizei auch in Zukunft mit Pfefferspray ausgestattet sein soll, aber auch mit Pistolen. Eine Frage noch, die Grünen haben heute hier ihre Plakate präsentiert, starten jetzt offiziell in den Wahlkampf. Vizebürgermeisterin Birgit Hebern hat gesagt, sie freut sich schon auf den Wahlkampf. Und man hofft natürlich, dass sich die SPÖ im Oktober für die Grünen wieder entscheiden wird als Koalitionspartner. Wird es denn so werden? Ja, zuerst sind jetzt die Wienerinnen und Wiener am Wort. Ich habe natürlich sehr stark den Wunsch, dass wir stärkste Partei werden, dass wir nach Möglichkeit an das letzte Ergebnis herankommen, das mein Amtsvorgänger Dr. Michael Häupl erzielt hat, mit in etwa 39,5%. Das war ein sehr gutes Ergebnis. Das ist auch für mich etwas, was ich erreichen möchte. Und dann wird man sehen, ob man auch in der Lage ist, eine Mehrheit zustande zu bringen. Und ich wäre nicht müde davor zu warnen, dass es durchaus immer wieder auch Äußerungen gegeben hat in der Vergangenheit, in die Richtung gegangen sind, eine Mehrheit jenseits der SPÖ zustande zu bringen. Also von daher möchte ich natürlich deutlich machen, dass ich als Wiener Bürgermeister die Stadt auch in die Zukunft führen will und deshalb auch eine entsprechende Mehrheit benötige. Aber wollen Sie das gemeinsam mit den Grünen machen?
Ja, das wird vom Ergebnis abhängen, wird dann von den anschließenden Gesprächen abhängen, inwieweit es auch politische Schnittmengen gibt, inwieweit auch vertrauensbildende Maßnahmen möglich sind, um eine Regierung zu bilden. Aber wir haben in der Vergangenheit eine sehr gute Koalition geführt. Jetzt Richtung Wahltermin merkt man, dass sich die politischen Parteien und Mandatarinnen und Mandatare da ein wenig in Aktionismus üben. Aber ich bin überzeugt, dass es möglich sein wird, ernsthafte Gespräche zu führen. Aber können Sie sich mit Birgit Heber an eine weitere Zusammenarbeit vorstellen? Ja, ich arbeite ja mit ihr jetzt auch zusammen und wir haben in der Koalition sehr viel Positives zustande gebracht. Aber trotzdem sind wir zwei unterschiedliche Parteien, wahrscheinlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Temperamente und von daher nehme ich meine Funktion als Bürgermeister immer sehr ernst und versuche Lösungen zu finden, die für die Bevölkerung adäquat sind und nachhaltig sind. Aber könnten Sie sich eine Zusammenarbeit auch mit Gernot Blümel vorstellen? Ja, mit Gernot Blümel habe ich öfter auch zu tun. Er in seiner Funktion als Bundesfinanzminister, ich als Wiener Landeshauptmann und Bürgermeister. Und er wird sich sicher entscheiden müssen, ob er überhaupt Interesse hat, in die Wiener Kommunalpolitik zu wechseln. Er hat ja mehrfach gesagt, er würde das nur dann tun, wenn er regiert, wenn er Teil der Stadtregierung ist. Das wäre aber zum Beispiel auch als nicht amtsführender Stadtrat, ob er eine solche Funktion übernehmen würde, hat er bis jetzt noch nicht verlautbart. Also man wird sehen, ob er überhaupt bereit ist, in die Kommunalpolitik zu wechseln. Von daher lassen wir mal die Wienerinnen und Wiener wählen. Wir werden eine sichere Wahl durchführen, die Wiener Bevölkerung. Kann sich sicher sein, dass wir alles dran setzen werden, dass man trotz Corona die Stimme entweder am 11. Oktober abgeben kann oder die Möglichkeit nutzen kann, mit Wahlkarte schon vorher zu wählen.